Tim und Jan, nach eurer ersten Weltmeisterschaft hier in Hamburg, wie ist es euch ergangen heute? Es war sau hart, aber sau geil. Die Stimmung ist der Wahnsinn. Ja, die Stimmung war wirklich krass, aber es war von der ersten Sekunde an richtig hart. Ich musste sofort kämpfen, beim Schwimmen sich durchzusetzen. Es war sau hart, aber hat Spaß gemacht. Ihr habt ja gar nicht mitbekommen, weil am Ende was da vorne abgegangen ist. Es war spannend bis auf den letzten Meter. Was ist das für ein Niveau inzwischen bei den Junioren? Absolut krank. Man sieht ja auch, dass die teils bei Elite-Rennen schon vorne mitmachen. Das ist wirklich stark. Ja, ich fand es auch absolut beeindruckend, welches Niveau da ganz vorne schon herrscht. In allen drei Disziplinen, die Jungs sind echt fit. Ja. Du musstest am Ende noch spurten. War das egal, um welchen Platz es geht? Hauptsache nochmal schau fürs Publikum? Ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal da die beiden Jungs holen, die vor dem letzten Wendepunkt nochmal vor mir waren. Und da dachte ich nochmal all out, auch wenn es um Platz 50 ist. Wie viele Fans habt ihr mitgebracht hierhin? Ja, also meine Eltern sind da und halt einfach komplett Team Deutschland, ist genial. Das Team Deutschland, das hat ja noch ein bisschen was vor. Morgen früh geht's weiter. Schaut ihr euch das auch an? Natürlich. Also, es wird richtig spannend und wir sind dabei. Das heißt, ihr seid hier auch zum Lernen? Ja, natürlich, absolut. Wir schauen jetzt an das Rennen von den Profis an und hoffen, da noch viel mitnehmen zu können. Und wann ist euer nächster Start, wenn ihr das Gelernte umsetzen wollt? Bei der EM in 3 Wochen in Balıkesir in der Türkei. Da sind wir auch beide am Start und versuchen da natürlich wieder bei der EM vorne mit dabei zu sein. Könnt ihr jetzt schon sagen, was ihr heute gelernt habt? Ja, einfach, man muss mehr trainieren, also nochmal wieder trainieren und jedes Rennen hilft bei der Erfahrung. Und viel Erfolg beim Erfahrungssammeln, viel Erfolg in der Türkei, alles Gute. Danke. Dankeschön.